Wichtig, Metaplay ist auf Lucky V verboten. Informationen, die ihr in dieser YouTube-Serie erlangt, dürfen nicht als Wissen eures Charakters im Rollenspiel genutzt werden. Ein derartiger Regelbruch wird abgestraft und führt letztlich zum Ausschluss vom Server. Sehr schön. Und mit den Hammer, dann klopfen wir sie zusammen und dann. Jetzt machen wir das mal zusammen hier. Ja. Und jetzt einmal umdrehen den Sarg. Ja, und die andere Seite. So, einmal mit Lüften hier. Blöd, ich hatte die Maske da drin auf und noch versucht, Späne wegzupusten. Ja, ist effektiv. Wodka? Da, natürlich. Ist das in Betrieb mit einem Freund hier, den du hast? Ja. Ja, alles klar. Er ist Tschetschene. Blöd, ich muss sagen, dafür, dass ich hier in Amerika bin, habe ich noch relativ wenig Amerikaner gesehen. Nee, nicht wirklich, ne? Meistens kommen wir entweder aus Deutschland oder aus Japan oder was weiß ich nicht. Oder Mexiko. Ja, oder aus Mexiko. Das Land der Träume, das sie hier alle anzieht, ja? Mhm. Hast du Familie in diesem Land? Nee. Familie. Also, man hat Freunde, ähnliche Familie. Nun, das ist auch wichtig. Hast du einen Anzug zu Hause? Ich habe einen im Schrank liegen, den mir ein Nachbar geliehen hat. Er möchte ihn aber gar nicht tragen, also vielleicht überlässt er ihn mir oder verkauft ihn mir. Welche Größen hast du? Blöd, so Durchschnitt L. So. Mhm. Ja, okay, alles klar. Wenn wir uns öfter zusammen sehen lassen, dann musst du ansatzweise verdiegen aussehen. Also, no offense, aber so geht's. So kannst du nicht rumlaufen. Ja, ich verstehe. Hat ja auch was mit Ruf des Betriebs zu tun, ne? Na, richtig. Sputnik wird dann sicherheitshalber dann wahrscheinlich dann auch dein Spitzname sein. Genau. Mein richtiger Name bringt leider bisher nur Probleme. Das ist mir auch egal, wie du wirklich heißt. Solange du mir keine sonstigen Probleme gibst, bringst, machst. Das ist nicht mein Plan. Wie soll ich dich denn sonst nennen? Weil auf der Straße kann ich dich nicht mit Sputnik ansprechen. Ja. Dann sag, nenn mich Juri. Juri? Da. Und weiter? Juri Gagarin. Gagarin? Juri Gagarin. Gagarin oder Gagarin? Gagarin.
Wie war das? Erster Mann im Weltall. Okay. Yuri Gagarin. Ich weiß das übrigens sehr zu schätzen, ne? Was du tust. Also, wenn ich mich irgendwie revanchieren kann. Und das muss auch nichts mit Sergebauen zu tun haben, ne? Du verstehst schon. Ich werde dich kontaktieren, wenn ich dich brauche. Okay. Du kannst mit Baseballschlägern umgehen, oder? Tja, blöd. Natürlich, wenn es sein muss. Im Grunde muss es immer sein. Die ganzen Leute hier gehören mal ein bisschen Ordnungsstellen verpasst. Aber so ist die Gesellschaft gebaut nun mal mittlerweile. Wenn es an mir ginge, am Anfang, wo ich auf dieser Insel war, war noch alles, da war ich noch cleaner, sauber und netter. Aber über die ganze Zeit, die anderthalb Jahre, die ich jetzt hier auf dieser Insel verweile und vor mich hin vegetiere, da habe ich gemerkt, dass die Leute auf dieser Insel einfach dumm sind. Und die Cops, die machen scheiß Arbeit und da braucht man sich nicht mal wirklich anzustrengen, wie man sieht bei den ganzen Straßengangs, die können ja machen, was sie wollen. Und wenn mir einer querkommt und ich hätte eine schöne Galasch, dann würde ich da schon draufhalten. Aber auf eine Kalasch kommt man nicht so leicht ran. Das ist sowieso schwer genug, an ein normales Schussfach voranzukommen. Hey, blöd. Ich verstehe dich. In Russland wollte ich noch sauber sein, ein ehrlicher Mensch. Aber ich glaube, so sehr ich das hier erhalten will, das hat aufgehört, als ich schon auf das Boot gestiegen bin, das mich hergebracht hat. Das glaube ich auch. Das Leben hat halt so seine Wege. Das stimmt. Gut, Boris. Ich möchte dich nicht weiter aufhalten, ne? Ich gehe dann langsam mal da rein. Mach das. Wir hören einander, eh? Wir hören voneinander. Pass auf dich auf. Ebenso. Aber das scheinst du ja ganz gut zu können, ne? Das ist so richtig, ja. Ich wünsche dir was. Das wird Daniel. Das wird Daniel. Die mal keine Sorgen. Wenn wir es beides aufs Motorrad schaffen oder auch nur du, dann bist du eigentlich sicher. Nun, es geht mir ja auch nicht immer nur um mich. Naja, es wäre aber unglücklich, wenn sie dich kriegen. Ich meine, ich stehe sowieso auf einer Liste bei denen. Einer für alle und alle für einen, sie? Na, deswegen heißt es ja nicht, dass ihr alle für mich in den Knast gehen sollt. War. Schon wieder geschlossen. Wann macht denn der auf normalerweise? 19? Oder 20? Also morgen hat es zu, ja? Es hat montags und mittwochs. Montags plus mittwochs bis samstags. Hä? Von bis? 19 bis 22 Uhr. 19 bis 22, 3 Stunden? Nee. Und 1,5 Stunden. Da sollte mal jemand anrufen und fragen, vielleicht sind die ja doch noch da. Irgendjemand die Nummer? Ich halte das. Also, wenn ihr mit der Nummer anruft, dann ist das nicht so gut. Nee, aber was ist mit Sputniks Nummer? Die hat doch eh keine. Nee, außer die Cops. Aber die haben kein Gesicht, das ist sie. Wieso haben die Cops deine Nummer? Nee. Ich erinnere. Ja. Oh, gut. Wie war die Nummer, Tabasco? 247 yeah. 420.
Wenn du einfach nicht sprichst, dann werden die denken, das war ein Latiner. Der, der angerufen hat, der war ein Russe. Okay. Hey. 3x5 davor? No. No, no, no. Bei den Unternehmen nicht. Das ist nur Privatnummern mit 555. 247-420. Guten Tag. Hallo. Ich stand gerade bei Ihnen vor die Tür. Haben Sie zu? Wir sind gerade einkaufen. Wir wären so in 10 Minuten, Viertelstunde wieder rum. Ah, okay. Dann weiß ich Bescheid. Geht um Klamotten wahrscheinlich, ja. Ja, Arbeitsklamotten. Ja. Ja, Viertelstunde super. Dann sind wir wieder da. Gut, danke. Jo, bis gleich. Bis gleich. Scheiße, lass umziehen. Und wieder umziehen, ich drehe mich. Das ist doch ein Witz, oder nicht? Die sind einkaufen und in 15 Minuten wieder da. Nein, wie einkaufen? Ich muss euch laden. Was wollen die einkaufen? Scheiße. Na ja, komm. Scheiße. Ein bisschen beeilen, Mann. Das ist so ein Scheißdreck, Mann. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist doch ein Witz, Mann.